Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen, neuen, neuen Video. Heute reagieren wir auf Lil Lano X Absent. X. Warte, wie heißt das Song überhaupt? Immer schon gesagt, immer schon gesagt. Bruder, es kommt leider heute zu spät, weil ich war unterwegs. Und wisst ihr, wer mich gefragt hat, wo meine Reaction bleibt? Der Twitter-Boss. Der Twitter-Boss schreibt mir, ich sehe gerade so, ich komme so vom Training nach Hause. Sie so, hä? Lil Lano schreibt mir, Bro, wo ist deine Reaction? So, Bruder, ich habe mich so gefühlt, ne? Weil überlegt euch mal, ihr habt so damals so in der Hoffnung als Fanboy, wenn irgendwie ein Video nicht kam, habt ihr gefragt, wann kommt ein Video? Und die Person, bei der ihr das gefragt habt, fragt euch nach so Jahren, wo dein Video... Also es ist schon ein geisteskrankes Gefühl gewesen, aber wir wollen nicht lange herumquatschen. Lasst gerne ein Abo da, lasst gerne ein Like da, würde mich auf jeden Fall freuen. Ich bin richtig, richtig gespannt, weil der letzte Song mit Absent war schon richtig heftig. Han Solo... Digga, die Hook ist so brutal, Bruder. Ich feiere den Song behindert. Und der bockt auch. Und ich denke, der Song wird auch eine geile Hook haben. Ich habe die Hörprobe oder irgendwo hatten die schon irgendwas gepostet, in irgendeiner Story oder so. Habe ich auch ein bisschen gehört. Das hört sich schon geil an. Also von der Melodie her hört sich das geil an. Aber wir gehen rein. Und ja. Los, rein. Der Beat ist so melodisch, der ist so, das ist so ein Vibe. Das ist so ein chilliger, melodischer Vibe. So richtig relaxen und so richtig geil. Und ich hab immer schon gesagt, ich bin niemals so wie ihr. Und ich hab bisschen was im Kopf, auf das ich mich heute verliere. Und deshalb schütte ich noch was nach, meine Sicht ist zu verschmiert. Sie sagt, ich bin wieder ein Job, ich bin auf meinen Fingern tätowiert. Digga, also das war wahrscheinlich, also 100% die Hook. Bruder, was ist das für ein geisteskranker Flow? Bruder, ich kenne das 100% irgendwoher, aber der Flow ist geisteskrank geil. Das ist so vibey, ne? Also, Digga, das ist geisteskrank geil. Und wie ich schon gesagt habe beim letzten Mal, ey, die Jungs machen so geile Hooks. Also, ich muss sagen, eigentlich war Lil Lano so für mich die Person, bei der ich sagen würde, Hooks macht der geisteskrank, ist, bei dem sind die Hooks immer so, boah. Aber Digga, Absent ist, Digga, der ist auch krass, der ist geisteskrank, Bruder. Also ich, Digga, wieso kannte ich den davor nicht? Wieso kannte ich den davor nicht? Ich hab was verpasst. Der Junge ist krank und jetzt erklärt es mir auch einiges, warum die zusammenarbeiten. Also heftig, heftig, heftig. Also die Hook ist schon mal 10 von 10. Und ich hab immer schon gesagt, ich bin niemals so wie ihr. Und ich hab bisschen was im Kopf, auf das ich mich euch verliere. Und deshalb schütte ich nur. Aber auch, guck mal, dieses niemals so wie ihr. So dieses hoch, runter, so richtig so wie eine Welle. Richtig geil, der Flow ist behindert. Und, wie gesagt, für den Zuhörer ist das halt einfach auch geil. Niemals so wie ihr, dass ich mich nicht verliere. So, das sind einfache Wörter, die man sich leicht merken kann und dann kann man noch 2-3 Mal hören, schön im Auto mitsingen, schön irgendwo laut mitrappen, mitsingen und das ist halt das, was meiner Meinung nach voll geil ist, wenn man dazu, Digga, weißt du, du hörst einen Double-Time-Song, badababab, text meine Neider, fick deine Mutter, sie ist Neider, Bruder, aber dann kannst du dazu nicht viben, außer du kannst selber Double-Time, weißt du, was ich meine? Und sowas, so slowly, nice, ist richtig chill und ich feier sowas behindert. Und auch Effekte vom Musikvideo. Und der Props gehen raus an den Typen, der das Musikvideo gemacht hat. Man merkt schon direkt in den ersten 30 Sekunden geisteskrankes Musikvideo. Direkt ein Like da lassen. Hier. Geisteskranker Song. Mit paar Gs, weil das ist G-Shit. Oh, das war gut, Mann. Ich bin auf meinen Fingern tätowiert. Muss ich auch nicht so wie es aussieht. Sie ist perfekt, ich bin dumm, wenn ich rausziehe. Dein Bruder macht Stress, meine Haut zieht. Gib mal deinen Schmuck, ich verkauf ihn. Vielleicht machst du immer richtig. Aber ich finde gerade ein bisschen, der ist leiser als der Beat. Kann auch an meinen Dreckskopfhörern liegen, aber könnt ihr gerne kommentieren, wie ihr das findet. Ich würde den lieber eher so ein bisschen monotoner hören, gerade bei dem Part. Vielleicht auch nicht. Und vielleicht bin ich bald im Blitzlicht. Alle Augen auf mich. Ewa. Oh, Jack Daniels, Jackie Cola, Jackie,
Wusste gar nicht, dass du so am Chillen bist, Mann. Lilano, wusste gar nicht, dass du so am Chillen bist. Ich wollte nie so sein wie ihr. Oh, warte. Einstieg müssen wir richtig hören. Ich wollte nie so sein wie ihr. Fliege hoch, doch ich hab nichts zu verlieren. Und ich werd nie mehr broke, Ananas auf meiner Stirn. Und ich war so lang down, ich war viel zu lang verwirrt. Was sagt er da? Und ich werd nie mehr broke, Ananas auf meiner Stirn. Und ich war so lang down, ich war viel zu lang verwirrt. Ananas auf meiner Stirn war zu lange verwirrt. Boah, geile Effekte, Digga. Guck mal, wie geil das aussieht. Hä, das sieht voll geil aus, ich schwöre. Auch wo der gerade gesagt hat, von wegen, ja, also hier hat er auch irgendwas gesagt, von wegen, ich bin besoffen oder so. Ihr checkt schon, da wurde das auch vom Bild her so leicht, halt, wenn man besoffen ist, ihr versteht schon, was ich meine. Auch hier, alles wird hier. Und dann mit dem Effekt, das sieht schon echt geil aus und richtig, richtig geil. Man, die Leute haben da einen Plan und das ist echt geil. Und ich glaube ihnen nicht, schau die will FaceTime im Augenblick nicht. Leute, die glauben, sie brauchen mich nicht, sind am Boden und betteln nicht traurig. Und nicht. Egal, was du sagst, ich hol mir 100 in Bar. Ich bin niemals wie du. Oder ich finde den Part, also. Sehr abwechslungsreich, sehr geil, weil das nicht so monoton ist. Und Bruder, ich finde seine Stimme so clean, ne? Ich finde irgendwie auf dem Beat. Hier zum Beispiel dieser Part, wo das bisschen rauere rauskommt, wo der ein bisschen so ganz. Sie brauchen mich nicht. Schaust du dich. Das hört sich geil an. Also Lilano, falls du das siehst, das hört mich ein bisschen an. Ich hab Steifen gerade. Steifen. Also ich meine das ernst, diese Stimmlage hört sich richtig geil an, also beruhigend irgendwie, so chillig, layback, so. Rückbank. Aber bitte geh einmal mit der Stimme hoch, Bruder, ihr wisst das glaube ich schon, meine Lilano Reactions. Wenn der mit der Stimme so, und du weißt, so wenn er schreibt, Bruder, das ist geisteskrank. Geil. Meins wie du, ich hab schon immer gesagt, und ich hab immer schon gesagt. Ich bin niemand so wie ihr und ich hab bisschen was im Kopf, auf das ich mich. Guck mal, ich kann das jetzt schon. Ich hab niemals was so gesagt. Ich werd niemals so wie ihr. Hab noch bisschen was im Kopf. Also, diese Endwörter sind eigentlich die wichtigsten. Ob ich das jetzt davor sage, ich meine, wenn man RIP mitsingt, ist man sowieso am Nuscheln immer. Und das letzte Wort sagt man dann laut immer. Ist so. Kopf. So. Ich euch verliere. Ich hab schon meine Sicht ist. Aber ich sag euch ehrlich, ne, Absent, Bruder. Was macht dein Friseur überhaupt beruflich? Also, wenn das gewollt ist, dann ist das ein Vibe für sich. Aber, Bruder, wo ist. Ich meine, wolltest du überhaupt. Warst du. Also, ich habe so viele Fragen. Ich habe zu viele Fragen. Kennt ihr das von früher, wo man so hier am Nacken diese Haare hatte? Ich glaube, jeder hatte das als Kind so, diese Haare am Nacken. Ich weiß nicht, was man da gefühlt hat. Diese, aber auch überall kurz und am Nacken so diese kurzen Haare, so Digga, das ist. Muss ich auch nicht so wie es aussieht. Sie ist perfekt, ich bin dumm, wenn ich rausziehe. Dein Bruder macht Stress, man. Aber Absent, muss auch bei dir sagen, ne? Ich würde. Also wenn man so sein Face anguckt, oder ich würde schon gerne rein. Also. Egal, wenn man hat. Gib mal deinen Schmuck, ich verkauf ihn. Aber ich muss auch sagen, die Frisur gibt ihm so was Verrücktes so. Verrückter, er ist so verrückt in meinen Augen. Er ist so ein Zauberer so. Ein Magier auf Level 7 so von Clash of Clans. Hallo Lilano, sowieso Frisur. Digga, ich muss euch sagen, ne, ich würde solche Frisuren niemals tragen, aber zum Beispiel Lilano steht die Frisur. Digga, er rockt das geisteskrank und es ist einfach Lilanos Markenzeichen geworden. Das ist geisteskrank. Und ich muss auch sagen, er hat ein bisschen abgenommen, ne? Also muss schon zugeben. Also jetzt von Jacke sieht man nicht, aber zum Beispiel, wenn man hier runter guckt, vor ein paar Monaten war da noch ein größerer Bauch. Hm, Respekt. Oder durchziehen. Oder vielleicht auch gar nicht, aber sieht so aus. Curry, Steph Curry. Samer.
Ich könnte auch bei Musikvideos so stehen in der Ecke und so machen. Ich wäre auch cool. Kommentier mal jetzt, ob ich cool wäre, wenn ich ein Musikvideo so machen würde. Das war's. Ey, das mach ich auch immer. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet, aber ich mach auch immer. Weil das ist wenigstens irgendwas Cooles. Auf jeden Fall. Fazit. Musikvideo 10 von 10. Musikvideo auch. Geile Color Grading. Hier nochmal die schönen Farben. Man sieht dann hier zum Beispiel die Edits. Geisteskranke Edits. Muss man einfach da so sagen. Ne? Heftig. Die Hook. Hook. Vorbei. Das ist eine richtig geile, chillige Hook, die auch leicht ins Ohr geht und auch vibe ist einfach. Das ist ein Vibe. Das ist ein richtig, richtig geiler Vibe, den die Jungs da im Studio kreiert haben. Ich bin wirklich wieder überrascht, was die Jungs da machen. Und ja, Musikvideo auch geil gewesen. Also die Edits haben mir sehr, sehr gefallen. Sehr, sehr cool. Also ich muss einfach sagen, Musikvideo top, Absent seine Hook, geisteskrank. Sein Part muss ich halt sagen, da hätte ich gerne, dass seine Stimme ein bisschen lauter wäre irgendwie. War mir ein bisschen zu leise, weil Lelanos Part fand ich Lelano sehr abwechslungsreich. Seine Stimme sehr angenehm. In der Mitte, wo der ein bisschen runtergegangen ist mit der Stimme, fand ich das sehr, sehr geil. Das erinnert mich auch an einen alten Song. Ich weiß nicht, ob das bei Stone Island oder so war, aber ich kann mich irgendwo erinnern, dass er auch einmal so mittendrin so einen Part hatte, wo der einfach mal so diesen bisschen raueren Ton aus seiner raus ist jetzt nicht krass, aber ihr versteht schon, was ich meine. All in all, Banger Parts, geisteskranker Song, geiler Vibe. Muss man auf Spotify Dauerschleife hören. Wird doch. Also bei mir, ich sag euch ehrlich, ich habe eine Playlist, das sind einfach meine Favs, meine Favorites. Und ja, ich sag euch, Lelano Songs sind da immer drin. Immer. Weil Bruder, der Typ, der macht so geile Songs fürs Auto. Ich schwöre. Zum Beispiel, wenn ich ein Spiel habe oder so irgendwie gepumpt werden muss, dann höre ich kein Lelano. Dann höre ich so irgendwas, was so Acker außer Kontrolle. So, ihr versteht schon, was ich meine. Aber Lelano ist so ein geiler Vibe einfach. Geiler Vibe. Und das ist auch mein Fazit vom Song. Props gehen raus an die Jungs. Und ja, Küsse gehen raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Locker 31 ist die 1. Lass gerne ein Abo da. Lass gerne ein Like da. Aber warte mal, ich will mal kurz gucken, wie viele Abos wir haben gerade. 1000. Ja, wir kriegen heute noch so 50 hin. 50 wäre süß. Ich küsse eure Herzen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.